Eine Dönerbude als Fastfood-Restaurant. Und das mitten im Burgerland Amerika. Kann das wirklich funktionieren? Diese beiden Deutschen setzen darauf. Michael Heine und Dominik Stein wollen die größte Dönerkette der Welt aufbauen. Doch sind die Amis wirklich bereit dafür? Die Amerikaner stehen nicht morgens auf und sagen, wo bleibt eigentlich mein Döner, wenn wir es ihnen nicht zeigen. Wir fragen nach. Interessiert sich im Land von Burger und Fritten überhaupt jemand für das beliebteste Fastfood Deutschlands? Was ist das? Döner-Kebab. Und das soll man essen? Ich weiß nicht. Das Brot gefällt mir irgendwie nicht. Zu schlabberig. Nee, das schaut nicht gut aus. Schaut eher aus wie ein Keks. Den Amis Döner schmackhaft zu machen, eine mega Herausforderung. Hier in Houston soll morgen die nächste Filiale aufmachen, die allererste der 6-Millionen-Metropole. Wir müssen jetzt noch die Grills fertig machen. Ich habe die Teile mitgebracht. Ja, hast du schon die zwei Schrauben noch? Die zwei oberen Schrauben fehlen hier. Die Idee mit Döner in Amerika kam Dominik und Michael beim Auslandsstudium. Vor 3 Jahren machten sie ihre erste Filiale auf. Inzwischen haben sie 12 Läden und über 100 Mitarbeiter. Doch immer noch ist jede Neueröffnung ein reines Nervenspiel. Man merkt halt, dass wir beide selbst auf die Restaurants am Anfang noch dabei sein müssen beim Aufmachen, weil eben das Dönerkonzept nicht so einfach in den USA ist, wie einfach jetzt zum Beispiel hier eine Fritteuse aufzustellen. Finanziert wird die Kette von Investoren aus Deutschland. Der Druck ist enorm. Bei jedem neuen Geschäft erwarten die Geldgeber nämlich sofortige Leistung. Hier müssen natürlich auch ab morgen Leute reinkommen. Wenn ein Restaurant von 10 oder auch eins von 20 nicht funktioniert, wird sofort die Frage gestellt, ob wir in der Lage sind, richtige Locations richtig einzuschätzen, was ein großer Risikofaktor ist. Jeder neue Laden kostet $400.000. Wenn die Kunden hier ab morgen nicht reinströmen, ist der amerikanische Traum der beiden schnell zu Ende. Doch erstmal hat Michael noch ganz andere Sorgen. Als er die Gasleitung andreht, pfeift es plötzlich. Irgendwo ist offenbar ein Leck und tatsächlich, der Gasgrill will nicht anspringen. Eine mittlere Katastrophe. Ohne Grill gibt es morgen hier keine Döner. Und das ist mir aber noch nicht vorher passiert. Und da es eine Gasleitung ist, möchte ich ungern da jetzt selber, auch wenn ich glaube, ich weiß, was man machen sollte, möchte ich da jetzt ungern an der Gasleitung rumspielen. Deswegen werden wir einfach kurz den Techniker herholen. Der ist dann repariert. Doch es ist inzwischen fast 21 Uhr. Heute wird hier nichts mehr passieren. Ob der Grill morgen früh noch repariert wird? Eine bange Nacht für die beiden jungen Deutschen. Der nächste Tag, 7 Uhr morgens, Warenanlieferung. Jetzt kommt alles, um auch in den USA einen perfekten Döner zu basteln. Da drin sieht man gerade den Joghurt. Der kommt aus Kalifornien. Es gibt kaum Joghurt in den USA. Das ist einer von zwei Herstellern, die wir bisher gefunden haben in 3 Jahren, die überhaupt Joghurt produzieren können. In den USA ein Geschäft zu betreiben, ist nicht leicht. Von wegen Serviceparadies. Schlampereien sind an der Tagesordnung. Neben den Pilzen, die auf dem Bürgersteig landen, sind auch viele Kisten beschädigt oder nicht richtig gekühlt. So wie die Pommes, die schon halb aufgetaut ankommen, so sind sie wahrscheinlich unbrauchbar. Die müssen den Lastwagen in drei verschiedene Temperaturzonen aufteilen. Und die Pommes lagen in der falschen. Die lagen nicht im Gefrier, sondern nur im Kühlbereich. Davon sind sie jetzt immer noch in sicherer Temperatur, sind aber nicht 100% gefroren. Und das kann schon den Geschmack beeinflussen. Und beim größten Lebensmittelzulieferer der Welt kann man erwarten, dass die das ordnungsgemäß transportieren. Auch in den USA. Noch 45 Minuten bis zur Eröffnung. Die ersten Kunden stehen schon an. Jetzt muss es drinnen schnell gehen. Höchste Zeit, das Fleisch vorzubereiten. Es stammt von einem türkischen Metzger in Texas, der das Scheibenfleisch bereits komplett eingelegt und gewürzt hat und dann gefroren anliefert. Dominik muss eigentlich nur noch den Metallspieß reinhauen. Normal ist das gar kein Problem. Doch ausgerechnet jetzt unter Zeitdruck will der Spieß nicht so richtig. Ja, normalerweise geht es relativ einfach und der Spieß ist innerhalb von ein paar Sekunden fertig. Aber wenn der sich hier oben ein bisschen verfangen hat, wie man jetzt hier sieht, dann muss man da erstmal den befreien. Es sind stressige Minuten in der Dönerküche. Die Zeit wird langsam wirklich knapp. Schließlich braucht der Spieß eine halbe Stunde, bis er überhaupt gar wird. Mit einem Kraftakt schafft es Dominiks Mitarbeiter. Aber lohnt sich die Mühe überhaupt? Vorsicht!
Denn da war noch das Problem mit dem Grill. Angeblich kam in der Früh ein Techniker, der die Gasleitung repariert hat. Doch der Grill springt immer noch nicht an. Geht nicht. Ja, noch zu. Ah, Moment. Jetzt sind sie beide an. Danke. Passt. Gashahn ist an. Und los geht's. Doch geht es wirklich? Das große Zittern. Wenn die Flamme jetzt nicht zündet, könnte die gesamte Neueröffnung platzen. Doch dann die Erleichterung. Unser Grill ist fertig und läuft. Zack, einmal nach vorne, Türen schließen. Bereit zum Auftauen, in 30 Minuten ist er fertig. Die letzten Vorbereitungen vor der großen Eröffnung. Jetzt zählt es gleich. Wie werden die Amerikaner auf die deutschen Döner anspringen? In einer der größten Städte des Landes. Man gibt sich amerikanisch optimistisch. Okay, lasst uns heute 1000 Döner-Fans gewinnen. Willkommen allerseits. Hereinspaziert bitte. Der Andrang ein gutes Zeichen. Doch die ersten Kunden sind gar keine Amis, sondern Auswanderer. Wir sind begeistert, hier in Amerika endlich einen Döner zu finden. Wir haben uns schon gefreut, dass wir endlich wieder Döner essen können. Und Thomas hatte die ganze Sache in Gang gebracht, dass wir uns hier treffen. Und die Amerikaner? Auch die stehen Schlange, um das neuartige Essen zu probieren. Dominik und Michael bieten zwei Sorten an, gegrillten Hühnchendöner und den Fleischdöner vom Spieß. Mit exotischen Beilagen wie etwa Jalapeno-Schoten und Mais und einer Gebrauchsanweisung. Um diese fantastische Kreation am besten genießen zu können, sollten Sie das Döner immer mit dem Papier in der Hand halten. Und noch ein Tipp, essen Sie das Brot senkrecht, nicht horizontal, dann tropft nicht zu viel heraus. Dann müssen Sie nachher nicht Ihr Hemd wechseln. So werden Sie die beste Erfahrung mit Ihrem Döner haben. Ich mache nichts lieber, als den ganzen Tag Döner verteilen. Die ganze Welt verdient es, Döner zu haben. Der Kundenstrom reißt am Eröffnungstag nicht ab. Auch am Abend noch volles Haus. Und wie schmeckt den Amis nun der Döner? Besser als zunächst gedacht. Fantastisch, ich habe das mit Hühnchen genommen, voll mit Gemüse und Knoblauchsoße und dieses Brot gefällt mir sehr. Meine ist verdammt groß, aber wirklich lecker. Trotz Pannen am Anfang ist die Ladeneröffnung also ein voller Erfolg. Über 1000 neue Kunden am ersten Tag. Döner scheint in Amerika tatsächlich zu funktionieren. Auch in einer Mega-Großstadt wie Houston. Fertig, wir haben es geschafft. Kurz nach 8, das war's für heute. Alle zufrieden, alle glücklich, jetzt reicht's für heute. Die Filiale in Houston war die 13. Neueröffnung. In den nächsten Monaten planen die Deutschen, jeden Monat zwei neue Läden aufzumachen. Ihr Ziel, die größte Dönerkette der Welt zu werden. 12 Jahre schon nimmt sie Crystal Meth und kommt nicht davon los. Nun hat sie seit 2 Tagen kein Geld für die Droge und hält den Druck kaum aus. So, wie viel Stoff? Braucht den jetzt?